So, hallo meine Damen und Herren. Jetzt bin ich auch mal bei Super Mario World dabei. Wir sind die Super Gamer Bros. Andy. Und Danny. So, wie weit hast du denn schon gespielt? Ja, noch nicht arg weit. Aber ich hatte im zweiten Part erwähnt, dass wir jetzt ein bisschen auf die Secrets eingehen. Dafür habe ich dich dazu geholt. Ja, den richtigen. Also, dann spielen wir mal. Ah, das hast du also schon geholt. Ja, genau. Top Secret Area. Yes, of course. So, da holen wir uns gleich mal den Yoshi. Denn dann lass mich doch die Dings gehen, die Bonus-Sachen, also die Secret-Wege. Und du gehst den normalen Weg weiter. Gerne, kein Problem. Dann fange ich jetzt mal schon damit an. So, und das erste Secret ist jetzt hier. Genau. Und ich habe ja im zweiten Part den grünen Schalter freigeschaltet. Das war sehr clever. Yes. Aber den brauche ich eigentlich nicht. Aber trotzdem, das ist für die spätere Abenteuer sehr, sehr wichtig. Genau. Wie man sieht, ich kann dieses Spiel ein wenig. Fly away. Oh je, jetzt bin ich nur noch passiert. So. So, und da gibt es ein schönes Leben wieder. Yep. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Du sammelst, man kann hier Leben sammeln. Ja, das geht nicht mehr. Das hatte ich schon erwähnt. Ja, dann komm, du fängst immer wieder mit 5 an. Ja, das ist ein bisschen schade. Beziehungsweise man fängt. So, da wären wir jetzt schon. Da wäre das Level schon vorbei. Nur wir müssen hier die kurz, die lästigen Gegner besiegen. So, Yoshi, du bleibst schön da. So, das wäre das erste. Sehr gut. Danke. Bitte. Sodele. Wo lang geht's jetzt? Ins Wasser. Ich tu mir auch den Yoshi wiederholen und alles erstmal groß. So, Luigi. Der Bruder von Mario. Ach was. Wow. Die Erkenntnis des Tages. Ja. Yes. Ah, ich hab's. Aber welches Spiel findest du besser? Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World? Vom Spielen her allgemein. Also, welches würdest du eher spielen, wenn du jetzt die Wahl hättest? Ich bin ich bin ein Retro-Player. Ich mag die alten Spiele sehr gern. Ist einfach so. Nein, hast meine Frage nicht verstanden. Nein, ich hab dich nicht verstanden. Was würdest du lieber spielen, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Super Mario Bros. 3 oder Super Mario World? Ach so, 3 ist das auch vom Nintendo, gell? NES, genau. Ach so, Entschuldigung, ja. Wieder ein Fehl von mir. Ist ja eine gute Frage. Ey, was jetzt? Du musst das mitnehmen und dann in die Tür rein. Weil ansonsten kannst du das 1000 Mal machen, sonst kommt die Dings ja nicht, genau. Ah, okay. Ich würde das hier bevorzugen. Warum? Gibt's dafür einen Grund? Ich habe keine Argumente dafür. Also ich muss sagen, ich finde beide Spiele gleich, nur ich muss, bei Super Mario World ist so, die haben den dritten Teil eigentlich gefixt sozusagen, nochmal besser gemacht. Die haben die guten Sachen von Super Mario Bros. 3 nochmal besser gemacht. Ah, daher das Fliegen und alles, oder? Ja. Continue in safe, selbstverständlich. So allgemein finde ich das jetzt okay, mal. Okay, in Ordnung, gut. Ja, jetzt bin ich auch schon... Ja, jetzt bist du auf den Laufenden, ganz so genau. So, die Unterwasserwelt. Für das holen wir uns mal das Feuer. Weil... Big Sleep T-Mac Trace McGrady gibt's im Super Mario World auch. So, die habe ich nicht so gerne gemacht immer, die Unterwasserwelten. So, ich guck mal, ob ich alles mitnehmen kann. So. Damals hat mich das Spiel einfach sowieso gefesselt. Vor allen Dingen wegen solche Sachen. Ja, ja, was da eigentlich alles dabei ist. Hier ganz kriegt genau. Man auch noch Yoshi in verschiedene Farben. Das ist doch der Wahnsinn. Der Yoshi, da hat sich Nintendo aber echt, also, hätte auch ein Griff ins Klo sein können. Nein, ich krieg das Leben nicht. Super. Das war's. Okay, keine Time wasten, gleich weitergehen. Ja, gleich weiter. Dankeschön. Hey, sorry, man. Ja, wieder zu cool, dass du ein paar Imba-Aktionen machst. Das war auch nicht Imba. Junge, Junge, echt. So, erstmal, hier ist, glaub, der Schlüssel. Nee? Hier gibt's gleich einen Schlüssel, weil ansonsten geht's nicht weiter. Ja, der kommt da vorne, glaube ich. Nee.
SP braucht man. Ja, so genau, das müssen wir mitnehmen. Powerschalter oder ja, was ist. Genau. So, der schwimmt der Mario auch schon viel besser. Oh, ja. Da ist nochmal so ein fliegendes Fischchen. Ah, you're great, you're very great. Ja. Ja, und da ist der Schlüssel schon, ja. Oh, jetzt werde ich klein. Ja. Ich hab's gewusst. Das ist Anfänger können. Ja, aber jetzt kann ich ihn trotzdem noch besiegen. Aber es wäre witzig gewesen, wäre schlein geworden. So. Und weiter geht's. Sehr gut. Hey, hey, hey. Aber du musst das Level leider nochmal machen. Warum denn? Weil, wenn du es jetzt normal machst, dann kannst du gleich, kommst du auf die... Naja, ich weiß, wenn ich das Level normal mache, dann geht's da hoch. Na, aber hoch, so, genau. Ich will ja immer weiterspielen. Okay, sorry, ich will ja man. Die Secret Wege gehen. Entschuldigung. Hab ich doch gesagt. Entschuldigung. So, oh. Nee, aber nochmal auf das Super Mario 3 und World zurückzukommen. Bei 3 kann man ja am Anfang schon die zwei Flöten holen und so. Und dann kann man ja schon in Welt 8 eigentlich. Ich wollte rein. Euch das demonstrieren, was ich im zweiten Part gesagt habe. Ja, mit der lila, okay. Mit der lila im Panzer. Das hat einfach schon mal nicht geklappt. Ja. Nope. Ey, was mache ich denn? Ja. Der Joystick ist kaputt, ganz klar. Ah, jetzt hör auf. Das ist immer die Ausrede von den Brüdern, wenn sie nichts hinkriegen. Oh, da ist ein Flügel. Nee, auf jeden Fall nochmal darauf zurückzukommen. Von den Secrets her haben die halt sich bei Super Mario World nochmal sehr viel beigedacht. Auch bei Super Mario 64 gibt es auch einige Secrets, aber in diesem Spiel gibt es einfach so viele. Ja. Zum Beispiel nachher, was es nachher auch noch gibt, die Special-Welten da, was wir euch dann auch noch zeigen werden. Die sind da ja dann richtig knifflig. Schwer. So, Cheeto? Yes, of course. Oh, das war's schon. Ja, thank you, man. So. Aber ist das nicht das Spiel, wo du nachher noch in so eine dunkle Welt kommst? Oder wechselst du das gerade nicht, gell? Doch, da, doch, gell? Doch, das ist das. Die verwandeln sich dann. Dann sehen alle Koopas aus wie Marios. Meinst du das? Ich denk schon, ja. So, Ghost House. Sehen, welches das ist. Hoffentlich schaffe ich das auch gleich. Ach ja, das ist das. Okay. Ding. Ah, die Musik. Oh oh. Ja, this is the big ghost. Keine Angst, mein Freund. I can handle this boy. Oh man, great man. Ah, wie ich damals, wo ich klein war, so Angst hatte davor. Ja, ohne Witz, ja. Bei die Level, ja. Ja, bei die Level hat man immer so... Oder gerade bei so, die Castles alle, ne? Ja, bei die Schlösser. Bei die Schlösser. Mhm. Gerade wenn man gegen Bowser kämpfen musste, also immer so... Oh, aber mittlerweile sind wir ein bisschen älter. Ah. Das musste ja passieren. Ja. Nobody's perfect, man. Irgendwann kapierst du es auch mal. Das war der Vorführeffekt. Genau. So, weiter geht's. So, jetzt in Yoshi hättest du auch was zeigen können. Wow, klasse, ja. Das ist nämlich ein Special Koopa Panzer. Da kann der Yoshi dann alle Eigenschaften, die er dann bei den verschiedenen Koopa Panzern, Schildkrötenpanzern kann. Ja. Bei der kann roten fliegen, kann der schießen, kann fliegen, bei der lila kann, ja, und bei fliegen. Bei dem Special, den kann er alles. Er kann okay. Dann stampfen, sehr er gut, kann dann fliegen, er kann dann Feuer. Chance against him. Was war noch? Ich glaube, das war's dann. Ja. So, ein bisschen Imba machen. Und? Jetzt gibt's ein Leben, komm. Yeah! Ja. Come on, man! Ein bisschen Applaus, bitte. Ah. Da sieht man es wieder. Der Neid. Der Neid des schlechten Spiels. So, wenn jetzt clever. Ja. Ich war gerade ah. Wenn man jetzt clever ist, aber. Ja, ich bin leider nicht clever, tut mir leid. Oh. Yeah. Hier gibt's, glaube ich. Hier kannst du nachher. Ich glaube, guck mal, das ist auch Imba. Sehr geil. Was denn? Ja, du kannst jetzt Leben holen. Hol dir da einen Stern, hol dir da einen Stern. Warte, jetzt. Du drückst dir den Stern holen. Ja, ich weiß schon. Jetzt. Und jetzt gleich rüber. So schnell wie möglich, weil du kannst dir jetzt so viele Leben holen. Ja! Das ist es, weil du mich nervös gemacht hast. Ja, ich bin nervös. Die haben nur gesagt, du sollst dir den Stern holen, um Leben zu holen. Ja, aber ich wollte so nicht spielen. Das ist, weil du mich unter Druck setzt, ganz klar. Ja, genau. Ja. Ich hole mir jetzt erstmal kurz nochmal was. Und dann gehe ich die Wege weiter, die Secrets. Oh, ich hätte mir gar nichts holen müssen. Ich hatte noch was auf dem extra Slot oben. Aber sei es drum.
Jetzt sind wir wieder mit unserem Arsenal komplett ausgestattet. So. Auf ein neues. Ich wollte mir trotzdem nicht fliegen, weil das war gerade ziemlich clever. Jetzt fliege ich einfach nachher über das ganze Ding drüber. Sehr wow. Gut. Ja, der große Geist. Ja, das ja, es klappt halt nicht alles so, wie man es gerne ja. Mag. So, aber jetzt packen wir's. Jetzt packen wir's. Ohrpogel heißt es, wie der Schwab sagt. Du kennst Sachen, die kenne ich gar nicht. So ein Geschwätz. Ja, was war das Wort nochmal? Ohrpogel. Ach, Ohrpogel. Ich hab's ja noch nicht verstanden. Auf Deutsch, also auf Hochdeutsch übersetzt heißt das anpacken. Ja. Etwas anpacken. Ich hab das akustisch leider nicht verstanden. Ja. Die Akustik. So. Sehr wichtig heutzutage. Und weiter geht's. So, jetzt it. Sehr gut. The Great One hat's mal wieder gepackt. Hell yeah. Hast du das Level eigentlich gerade geschafft? Nein, gell? Wegen dir bin ich abgekommen, weil ich schieb's immer auf andere. Nee, es war mein eigener Fehler. Ich würde so. Soll ich jetzt eigentlich nochmal in das Haus rein? Ja, weil du holst dann da unten, dass wir die Sternwelt sehen. Da bin ich doch jetzt drin. Nee, die Sternwelt, die kommt unter dem Ghost. Die geht dann nach unten. Sure. Yes, of course. Ey, was ist denn das, bitte? Das ist... Das ist... Das ist... Ja, voll Schwab. Ja, ja. Eingeschwabt. Ah, jetzt come on, man, let's do it. Das, ja, ich mach jetzt das Level. Das ist Dings, wie soll ich sagen? Der Nob-Faktor hoch 1. Ich hab's doch drauf, die gibt's. Ja, man sieht's. Ja. Ja, da hätte man viele Leben holen können mit dem Stern. Ja, da oben gibt's auch 3 Leben in so einem Mond. Ja. Nur zur Info. Und guck, die Dinger kommen nämlich die ganze Zeit runtergeflogen. Ja, ey, das wäre echt gut. Hey, was ist mit dem jetzt? Geh mal jetzt weg hier. Oh je. Und zack. Jawohl, gut gemacht. Danke. So, jetzt da hoch. Und Game Over. Jackpot! Was für Game Over? Ja. Zweifelst du an meine Fähigkeiten? Aber voll. Okay. Das nächste Mal lade ich die nicht zum Spiel ein. Was zum Spiel einlade? So. So, du bist jetzt im Schloss. Ja. Warte mal, wenn ich hier jetzt abtauche, wohin kommen wir dann? Das ist das. Ah, okay. Das eine dumme. Ja, das brauche ich jetzt nicht zeigen. Das nächste Mal. Also sollen wir zur Sternenwelt. Ja, genau. Und nochmal. Next, ich glaube, jetzt muss es normal machen, weißt du? Nein. Nicht? Nein. Wenn man es normal macht, gibt es den Weg hoch dann zu dem Welt, wo du gerade, glaube ich, warst. Da muss man jetzt, pass auf. Guck einfach und lern. Okay. I'm the great one. Jetzt. Ja, das sah schon besser aus. So geil, echt. Was denn? Ja, das Ohrpacke. Ja, das kann ich. Echt krass, Mann. Wie als ob das bei dir auf der Arbeit noch keiner gesagt hat. Doch, doch, natürlich. So, guck, da kann man jetzt reingehen, dann gibt's die normale Welt. Ey, was machst du? Let. Oh, this is great. Hä? Das weiß doch jeder. Ja. So. Jetzt noch besiegen und dann... Endboss time. Die kleinen Geister könnten uns natürlich ein bisschen nerven, ja. Weil die uns verfolgen, sobald du dir in den Rücken kehrst, ne? Genau, aber ich bin ein PG. Ja, I see it. Deswegen haben wir das jetzt auch ganz easy geschafft. So, oh, das war's schon. Dreimal, drei Hits. Nice. Das war... So, jetzt siehst du nämlich, dass wir zur Sternenwelt kommen. Ansonsten kommst du zur Sternenwelt. Ja, aber das meinte ich ja, genau. Zack. Sehr geil. Soll ich die dann gleich machen? Continue. Damit spielst du normal weiter und ich mach die Sternenwelt. Du musst jetzt da rein. Ja, ich wollte eigentlich nach dem Castle dann... Aber sehen wir ja. Na, lass uns doch noch eine Weile spielen, dann können wir ein bisschen... Oh, da oben geht's ja auch zum... Vielleicht mal ein längeres Let's Play von Super Mario World machen. Oh je. Oh je, das war Skill. Yeah. Oh, das war auch heftig. So, Duselbauer.
Ja. Wie heißen die eigentlich nochmal? Ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage. Steinblock. Beste, ja. Okay. Ganz ehrlich, damals. Damals kamen die Levels auch viel länger vor. Ja, am letzten sind so kurz. Das war der Skill. Das war der Fake. Jetzt hast du fliegen. So, jetzt geh ich nochmal ganz zurück und dann. Genau. Oh oh. Hurry up, man. Yes, of course. Hallo, das kannst du schaffen, du hast fliegen. Trau mir aber nein. Ah. Bin schüchtern. Ja, voll. Vollzeit schüchtern. Oi, das gibt's doch nicht. Doch, hast doch gesehen. Nicht da hoch. Gibt's hier nichts, oder? Siehst du da was, dass es da was gibt? Wow, klasse. Mein Gott. So spielt man das Game. Ja, hoffentlich kannst du das jetzt mal schaffen. Das wäre jetzt sehr vom Vorteil. Kein Problem. Ganz langsam, ganz in Ruhe, ja. Wir haben genug Zeit. Yeah. Gott. Du weißt, bei mir wird alles als gute Aktion bewertet. Mhm. Ja, da muss man jetzt ein bisschen schneller sein, sonst wird man eingequetscht. So. Ja. Das ist der Fake, Digga. Ja, das ist Paul Gaston. Oh! Ah, du musst ja nicht holen. Du musst auf der anderen Seite, genau. So, und zum Glück hast du das Vorteil, schon ja. geholt, weil dann kann man da sehr jetzt ein bisschen chillen. Yes, so wie Ines. Oh Gott. Hast du Glück, dass da oben nochmal so ein grünes Ding ist? Ah, oh, ich bin der Pro-Gamer. Hm. So, wenn du den jetzt ganz schnell schaffst, dann bist du gut. Wenn nicht, dann bist du schlecht. Geh gleich hin, gleich hin, gleich hin, bam. Warte kurz und bam. Oh. Oh nein. Ich hab noch Zeit. Nein. Ja, das ist ja easy. Sehr klar, wow. Ja, ist wow. Ja easy. Hab ich mich gerade erschrocken. Der Jump, der Glitch. Yeah. Jawohl. Lucky Punch. Yes. Der kleine Luigi hat's gemacht. Sehr gut. Schloss Nummer 2. Es kommt nämlich nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Yeah. Also, sehr gut. Ja gut, dann zeig noch die Sternenwelt, würde ich sagen. Und dann, ja, dass wir die Fans was bieten. Ja, spielen wir noch ein bisschen weiter. Kann ja ruhig mal ein bisschen länger werden. Ist ja nicht so schlimm. Wir spielen ja zu zweit. Yes. Du sitzt schon nachher 2 Stunden Junior, out of Castle 2 is now just a memory. The next area is the underground Vanilla Doom. What traps await Mario in this new world? What will become of Princess Toadstool? Ja, keine Ahnung, was mit der Prinzessin passiert ist. Sie hat ein Dinner mit Bowser. Sehr gut. Somit so die zweite Welt geschafft. Welt 3 aus. Continue and save, selbstverständlich. So, dann zeige ich mal die schöne Sternwelt. Ja. Oh, ich habe. Kannst du gerade auch das erste machen? Ich habe aber einen Yoshi, das ist nicht so gut. Weil jetzt hätte man den lila den Yoshi gekriegt. Ja, den tut er den einfach weg. Nee, kriegt man hier gar nicht, den kriegt man in der nächsten Welt. Genau, perfekt. Ja. Hier muss man jetzt natürlich aufpassen. Hier weil der Schlüssel machen. Ist hier gleich. Glaube ich. Der ist ja, hier der im ist Eck, auf der rechten Seite. Ganz genau. Und wenn man den verpasst, dann geht's in die Sternwelt nicht weiter. In der Sternwelt braucht man nämlich immer Schlüssel. Diesen Schlüssel, um es weiterzukommen. Und den habe ich jetzt gefunden. Sehr gut. Und ich glaube, nach jedem Level kann man immer abspeichern gleich, oder? Nein. Das glaube ich nicht. Leider nicht. So. Deswegen spielen wir doch bis zum Geisterhaus da oben. Okay. Dass wir nochmal speichern können. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich habe immer gute Ideen. Oh je. Jetzt komm. Gut. So, oh, jetzt. Warte, nein. Jetzt ja. Kann ich das mal zeigen. Ja, genau. Mit dem dann permanent auf den Wegknopf drücken. Unendlich fliegen mit Yoshi, ja. Bis er halt die Schildkröte verschluckt ist. Ja. Das zeigen wir auch gleich mal. Oh, weißt du, worauf ich Let's Play ich mich jetzt schon freue? Auf Yoshi's Island. Oh, nice, ja. Was machst du? Ja, ich will das mal zeigen, dass er das mal schluckt, dass man dann das Verlieren hat. Seit ja, jetzt zum Beispiel, genau. So, kann man gleich ein Leben holen. Hier gibt's auch einen Secret Weg, aber dafür braucht man das Fliegen oder
man macht's clever. Oh, das war Skill. Ja. Hä, wo kommt der her? Ich weiß ja auch nicht. Was war das? Oh, jetzt habe ich. Ich wollte da hoch, das ging gar nicht. Nee, das geht doch so auch nicht. Ja. Das musst du am Anfang machen. Du hättest nämlich die Lila nicht schießen können, dann hätte stimmt, die unten Norden, alle kaputt gemacht. Okay. Die komischen Viecher. Aber du weißt, ich mache die normalen Wege und du die Secrets. Ja, okay, dann mach ich da nachher weiter. Jetzt muss man aufpassen. Und? Oh! Boah! Haarscharf! Puh, das war mal knapp. Dazu kann ich echt nichts sagen. Ich sag doch, haarscharf. Das war wirklich in allerletzten Minute. Sekunde. Ja. Millisekunde. Hm. Wenn du da dich klein gemacht hättest, wärst du deutlich gerutscht. Echt jetzt? Ja klar. Hätte es gereicht? Natürlich. Sehr gut. Gut, dass du das weißt. Und mir nicht sagst, erst dann, wenn es soweit ist. Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns. Ich weiß auch nicht. So, ich habe jetzt keinen Yoshi mehr. Das ist eigentlich perfekt. Weil jetzt gibt es den Super Yoshi. Der ist mein Lieblings-Yoshi. Der isst jetzt gleich den Stern. Dann ist er gleich direkt groß. Sonst müsste er erst immer ein paar essen, erst bevor er wachsen. So. Komm mal mit, mein Freund. Ja, und das Thema ist. Unter Wasser geht's einfach ab. Ja. Man muss jetzt natürlich aufpassen, weil eigentlich hätte man den Stern auch nehmen können und hier durchfetzen können. Dann hätte man ein paar Leben kriegen können, aber wir wollen den Yoshi haben. Also, ich brauche den Yoshi. Weil er der Linien Yoshi Vorteile hat, weil er, egal welche Schildkröte er jetzt isst, er kann fliegen. Wenn man jetzt hier hochgeht, hat man die Welt zwar geschafft, aber es geht nicht weiter. Deswegen schwimmt man hier drunter durch. Und dann gibt's schon den nächsten Schlüssel. Sehr, sehr gut. Klasse. So, dann geht's weiter. So, so wie es aussieht, kann ich die Sternenwelt zu Ende spielen, weil Andi ja nicht weiterkommt. Ja. Oh. Ja, was ist denn da los, Mann? Jetzt. So, Nobbig. Oh, jetzt komm. Ich weiß, ich will... Ah, ich sterbe gleich. Oh. Was ist denn hier los? So, jetzt. Ja, ich will einen auf cool machen, aber es geht nicht. Ja, ja, so ist es immer mit Andi. Oh. Wie schlecht. Ey. Jetzt gehen wir gleich vor der Tür, gell? Was würde ich mir dann zeigen? Nix. Nee, ganz ruhig. Oh, das ist sehr gut. Wenn du jetzt nämlich mit dir. Was hättest du noch was zeigen können? Wenn man jetzt eine Lila mitnimmt durchs Ziel, hätte ich fliegen gleich gekriegt. Wenn man eine rote mitnimmt, kriegt man Feuer. Wenn man eine grüne mitnimmt, gibt es. Ich sag dir die ganze Zeit sowas, sagst du mir immer erst danach, nachdem ich dasselbe schon gemacht hatte. Ja, sorry. Junge, echt alle. Naja. So, Sternwelt 3 ist eigentlich auch ganz einfach, weil wir. So, warte, oh, wir können eigentlich auch ein paar Leben holen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Weil durch dieses P, guck jetzt, jede Münze, die er schmeißt. Ah, da hätte ich ja warten können, bis ein paar mehr Monster auf dem Boden sind, oder? Dann hätte ich ja gleich mehr absacken können. Eigentlich schon. Ja, weil die werden aber jetzt dann. Jetzt kriege ich nur zwei Leben. Genau. Ich mein, geh mal raus da. Der zeigt dir einen Diggi. Ja, ich glaube auch. Oh, guck mal, oh, das ist cool. Das ja, ist der cool. Eingesperrt. So, raus da jetzt. Sehr gut. Ja, wir brauchen nämlich die Wolke. Um. Zack! So. Wow. Man könnte natürlich auch das anders holen, glaube ich. Aber. Oder geht es überhaupt anders? Ich weiß nicht. Oh, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, das wäre natürlich jetzt auch ziemlich. Mit Fliegen vielleicht. Andy-like gewesen. Typisch. So, und schon geht's weiter. Sehr gut, es läuft. Ja, bei mir schon, bei dir nicht. Bei mir schon, bei dir nicht. So, genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, jetzt mal ein bisschen groß. Holst du jetzt auch das Rote? Das Rote, nein. Den roten Schalter, meine ich.
Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Aber nee, da bin ich auf der Falsche. Ach nee, das ist da, das rote ist da. Ja. Der Stern kommt auf der linken Seite, ja. Und der Stern kommt auf der linken Seite. Stern läufst du dann beim ersten Level durch, wow. Genau. Magic. Da musst du nämlich da P-Schalter, da musst du da das nachher. Also lauf mal weiter. Ja, ich mach's ganz gut. Oder schwimm erstmal weiter. Danny, du setzt mich ganz unter Druck, da läuft halt nichts. Was für unter Druck? Soll ich ganz normal Mario spielen? Ah. So, jetzt. Sehr gut. Jetzt, nein, 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 nach links, nach links. Warum, was gibt's da? Nach links. So. Nach links. Ja, genau, nach links. Und dann rutscht die da ab. Ja, komm schon nicht rüber. So, jetzt das P mitnehmen. Was mitnehmen, ist hier drin? Mitnehmen, mitnehmen. Nimm das, ja, P mit. Na, nach links. Nach links. Ja, nein. Du willst ja den roten Schalter holen. Jetzt aktivier's. Genau, und jetzt. Hier rein. Ja, genau, da runter. Genau. Und jetzt? Achso, da unten. Ich denke, das, geh mal kurz. Und jetzt. Der soll ruhig sein. Holst du den Schlüssel? Genau. Oh oh. Und jawohl, gut gemacht. So. Können kann wir man jetzt abspeichern? Nee, du musst den Schalter machen. Ja, okay, kein Problem. Du musst kurz aufs Klo. Ja, ich komm gleich wieder. Bis gleich. So, dann mache ich das schnell einmal alleine, meine Damen und Herren. So, wie man sieht, wenn die ich jetzt das rote S schießt der, aber kann trotzdem fliegen, aber wir brauchen nur das. Jawohl, weil wenn man jetzt das rausschießt, die Schildkröte, dann kann der Yoshi weiterfliegen. Und wir wollen natürlich bis zum nächsten Secret kommen. Das mache ich jetzt kurz. So, da wär's schon. Da hätten wir jetzt eigentlich erst das Rote holen müssen, aber... Jawohl. So, welcome back. So, das ging aber schnell. Ja. War eine kurze Sitzung, ne? Das geht dir gar nichts an. Ich bin hart. So, weiter geht's. Ich hab doch gesagt, Andi braucht länger. So, jetzt der rote Schalter. Also, hast du eine Idee? Ja, einfach drüber springen. Aber du kannst auch jetzt auf das Ding drauf springen und dann, warte, nein, nein, nein. Oder mach so, ja. Was soll ich machen? Ich kenne mich hier nicht mach aus. Mach einfach. Oh, ich habe eine gute Idee. Vielleicht klappt sie. Nein, aber vielleicht klappt auch nicht. Yeah! Oh, wenn ich noch weiter laufe. Hat sogar geklappt. Ja, danke. Ja, der lebt natürlich weiter. Ja, das ist Imba. So, jetzt würde ich sagen... Das sind Koopa seine Scheren, ja. Yeah! Den roten Schalter betätigt. Jetzt haben wir alle rote Blöcke freigeschaltet. Sehr gut. Hat Spaß gemacht mit dem. Ach so, gehen wir jetzt nur bis dahin und ja, genau. Continue, okay. And safe. Alles klar. So, dann würde ich sagen... So, meine Damen und Herren, das war's dann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir war sind nett dabei zu sein, ja? Mal bei Super Mario World auf Super. Wir sind die Super Gamer Bros. Danny. And Andy. Ja. Also, meine Damen und Herren, ciao. Ciao, ciao. Hoffentlich hat Spaß gemacht. Peace.